Hallo, mein Name ist Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel. Ich möchte euch heute alles über die Erkrankung der Achillessehne bei Läufern erklären. Dafür haben wir Alex zu Gast. Alex macht seit vielen Jahren Triathlon und Langstreckenlauf und seit 7 Jahren tut die Achillessehne auf beiden Seiten weh. Es gibt noch gar keine klare ärztliche Diagnose und heute wollen wir rausfinden, was dahinter steckt. Alex, nimm doch schon mal Platz, bitte. Alex, warum bist du zu mir gekommen? Ich habe Schmerzen in meiner Achillessehne. Wann ist das denn losgegangen? Seit wann hast du diese Beschwerden? Ja, mal mehr, mal weniger, aber schon seit circa 7 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Und die Beschwerden, wann treten die auf? Also ich habe diesen Anlaufschmerz am Morgen oder auch nach dem Training zeitversetzt. Okay. Und hast du Veränderungen an der Sehne bemerkt? Ist die dick, rot oder heiß geworden? Hast du was bemerkt dort? Ja, beim Fühlen merke ich so eine Art Knubbel und die Achillessehne wird auch dick. Okay. Alex schildert hier die typischen Symptome einer Achillessehnenerkrankung. Es kommt durch die fortwährende Überlastung zu einer Verdickung der Sehne, die man tasten kann. Und ganz typisch ist der morgendliche Anlaufschmerz. Also man kommt aus dem Bett und die ersten Schritte sind quälend und dann verliert sich dieser Schmerz. Im weiteren Verlauf treten die Schmerzen nach dem Lauftraining auf. Und erst im späten Stadium von Achillessehnenerkrankung ist bei jedem Laufschritt ein Schmerz vorhanden. Die Achillessehne ist die dickste Sehne des menschlichen Körpers. Sie überträgt die Kraft von der großen Wadenmuskulatur hier unten auf das Fersenbein. Der häufigste Schmerzpunkt ist hier in der Mitte des Achillessehnenbereichs, manchmal aber auch im Ansatzbereich. Es kommt durch die Überlastung zu einer Verdickung in diesem Bereich. Und wenn die Sehne weiter degeneriert, das heißt, sie sich nicht erholen kann unter der Belastung, dann kommt es zum Einsprießen von Blutgefäßen und von kleinen Nervenendigungen, die einen chronischen Schmerz machen. Wenn dieser Prozess noch weiter voranschreitet, kann es sogar zu kleinen Teilrissen oder zum kompletten Riss der Sehne kommen. Aber was passiert dort im Bereich der Achillessehne? Man spricht landläufig oft von einer Achillessehnenentzündung. Diese Idee geht auf Forschungsarbeiten der 80er Jahre zurück. Es hat sich allerdings im Laufe der Zeit herausgestellt, dass eine reine Entzündungsreaktion nicht stattfindet oder nur kurz in der Startphase. Deshalb helfen auch typische antientzündliche Medikamente wie Ibuprofen oder Diclofenac kaum bei diesem Problem. Vielmehr handelt es sich um eine Degeneration des Sehnengewebes, das heißt eine Veränderung des Sehnengewebes, was sich nicht mehr alleine regenerieren kann. Es ist also eine Erkrankung der Sehne in fortlaufenden Stadien und keine reine entzündliche Erkrankung, die man einfach mit einer Tablette abstellen könnte. Von Schmerzen der Achillessehne sind besonders aktive Sportler betroffen, die hohe Trainingsumfänge absolvieren und geringe Regenerationszeiten einhalten können. Wenn man auf das Alter der Patienten schaut, so sind es häufig 40- bis 50-jährige Männer, die betroffen sind. Unter den Fehlstellungen sind Verkürzungen der Wadenmuskulatur mit dem damit einhergehenden Hohlfuß ganz häufig anzutreffen. Aber im Detail kann das auch unterschiedlich sein und wir wollen jetzt für Alex rausfinden, wo bei ihm das Problem eigentlich liegt. Deshalb gehen wir jetzt in die Untersuchung. Ich möchte Alex jetzt untersuchen und herausfinden, warum diese Achillessehne wehtut. Ein bisschen eingeschränkte Rotationsfähigkeit der Hüfte. Das Kniegelenk bewegt sich im Wesentlichen frei. Typisch ist bei Achillessehnenproblemen eine Verkürzung der hinteren Kette, also hintere Oberschenkelmuskulatur, Wade und Fußsohlenmuskulatur. Und wenn wir hier hochgehen, das spannt jetzt schon ordentlich, ne? Das merkt der Alex auch. Und auch die Wadenmuskulatur, die ich hier so in der Länge überprüfe, die ist unter großer Spannung. Man sieht jetzt diesem Fuß, wenn man den hier betrachtet, schon an, dass der Spann etwas höher kommt, die Zehen leicht gekrallt. Wir haben häufig solche Verknüpfungen mit Hohlfußstellungen, wo viel Spannung in der Fußsohle ist. Das scheint auch hier so zu sein. Um jetzt die Sehne genau beurteilen zu können, müsste ich den Alex einmal auf den Bauch drehen, bitte. Und dann kann ich hier also die Sehne abtasten. Und hast du hier Schmerzen, Alex? Ja. Genau, das ist also in der Mitte der Sehne. Das ist nicht der Sehnenansatz, das ist die Mitte der Sehne. Und die andere Seite tut ihm ja schlechterdings auch weh. Einfach fallen lassen, bitte. Hier ist es noch deutlich dicker im Bereich der mittleren Sehne und hier wird wohl auch dein Druckschmerz sein. Ne? Ja. Wesentlich ist bei solchen Achillessehnenproblemen auch immer zu schauen, geht die Problematik noch um das Fersenbein rum,
Eine Verknüpfung mit fersensporn-artigen Beschwerden ist sehr häufig. Hast du hier auch Schmerzen, Alex? Nein. Und auf der anderen Seite? Auch nicht. Auch nicht, okay. Also das Achillessehnenproblem ist da, wir haben diese Verdickung und das werde ich mir jetzt einmal im Ultraschall ansehen. Ich schaue mir jetzt die Achillessehne von Alex im Ultraschall an. Beide Sehnen verdickt, wir schauen uns jetzt die rechte Seite an, das ist die, die ihm mehr Schmerzen macht. Ich spanne mir die so etwas und typischerweise sieht man im Ultraschall hier im Ansatzbereich noch eine normale Dicke und Helligkeit der Sehne, weil er den Schmerz in der Mitte der Achillessehne hat. Hier ist die Sehne nur geringfügig verdickt. Wenn ich jetzt weiter hochschiebe mit dem Schallkopf, dann sehen wir hier den verdickten Bereich. Und in der Tat ist die Sehne hier bis auf 10 mm verdickt. Normal wäre bis zu 6 mm. Und neben dieser Sehnenverdickung haben wir durch die Flüssigkeitseinlagerung auch eine Verdunklung der Sehne im Ultraschall. Also wir haben hier so eine degenerative Sehnenerkrankung. Das kriegen wir mit einer Tube Salbe nicht weg. Wir müssen jetzt sehen, haben wir es hier auch mit Gefäßneubildungen zu tun? Sind wir schon im zweiten Stadium der Sehnenerkrankung, wo sich Gefäße in das Sehnengewebe vorarbeiten? Und da muss man etwas suchen. Und in der Tat sehen wir dort ein gleichmäßiges Pulsieren von einem feinen Gefäß in die Sehne hinein. Und wir müssen jetzt eine intensive Sehnentherapie einleiten, um diese Veränderungen zu bekämpfen und der Sehne zur Regeneration zu verhelfen. Wir müssen aber vor allem die Ursache für diese Beschwerden finden und werden jetzt in einer Fußdruckmessung und in einer Bewegungsanalyse herausfinden, wie Alex sich eigentlich bewegt, ob Schuh und Einlage zu ihm passen und ob wir dort noch etwas optimieren können. Wenn du bereit bist, kannst du losgehen. Wir führen bei Alex eine Fußdruckmessung durch, um die Druckverteilung unter seiner Fußsohle zu erkennen und Fußfehlstellungen sicher diagnostizieren zu können. Für die Bewegungsanalyse werden bei Alex Markierungen im Bereich von Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk angebracht, um die Laufbewegung später genau zu untersuchen. Alex, wir haben einige Untersuchungen durchgeführt und wir haben festgestellt, die hintere Muskulatur am Bein ist sehr verkürzt. Wir haben eine charakteristische Fußfehlstellung, nämlich einen Hohlfuß, der viel Spannung in der Fußsohle hat. Und jetzt möchte ich einmal wissen, hat das Auswirkungen auf die Stellung der Schuhe, die du mitgebracht hast? Die hast du schon einige hundert Kilometer gelaufen. Das ist ein Schuh ohne Unterstützungselement an der Innenseite und der steht allerdings ohne große Achsabweichung. Gleichwohl glaube ich, nach der Fußdruckmessung und nach dem, was wir in der Bewegungsanalyse hier gesehen haben, dass du, wenn du hier einmal rüberschauen magst, dann siehst du, dass der Fuß hier im Gewölbe nicht stabil ist. Und ich glaube, dass in leichten Fällen eine Sohle im Sportschuh, die einen besseren Kontakt zwischen Fuß und Schuh herstellt, die Situation der Stabilisierung verbessern kann. Ich glaube, dass wir allerdings in deinem speziellen Falle eine individuelle Anfertigung brauchen, die dazu dient, dass wir einmal das Gewölbe an diesem Punkt hier unterstützen, um mehr Stabilität zu erzeugen. Zum anderen aber, und das ist ganz entscheidend, eine Entspannung der Fuß- und Wadenmuskulatur erzeugen über einen Zehensteg hier vorne an der Einlage, mit dem wir eine Dauerdehnung für diese Fuß- und Wadenmuskulatur erzeugen. Also wir brauchen bei dir eine etwas kompliziertere Einlagenversorgung und wir müssen uns auch um deine Lauftechnik kümmern. Wir haben in der Lauftechnikanalyse gesehen, dass du auf dem Ballen läufst. Das ist im Prinzip von der Effektivität der Laufbewegung die beste Art, sich fortzubewegen. Du dämpfst die Stöße ab, du hast einen sehr effektiven Vortrieb. Aber wir haben durch das Federn auf dem Ballen eine höhere Belastung für die Achillessehne. Und wenn du dir das hier in der Laufbibel einmal ansehen magst, dann kannst du auch einen Laufstil wählen, wo der Fuß bei einer korrekten, sauberen Technik gerade noch flach auf den Untergrund aufkommt, ohne dass jetzt die Achillessehne reaktiv, federnd das komplette Körpergewicht tragen muss. Deshalb glaube ich, dass so ein Mittelfußlaufstil für dich angezeigter wäre. Also es gibt einiges zu tun an der Technik,
an dem Schuh und an der Einlage. Es ist allerdings auch erforderlich, an dieser jetzt veränderten Sehne eine intensive Therapie durchzuführen. Und das machen wir jetzt als Nächstes. Man therapiert die Achillessehnenschmerzen unabhängig von ihrem Stadium zur Steigerung der Regenerationskraft mit Laser, Stoßwellentherapie und einer speziellen Form der Eigenbluttherapie, die sich ACP nennt. Eine der Therapieoptionen bei fortgeschrittenen Achillessehnenerkrankungen ist die Verödung von Gefäßen und Nervenfasern, die in die Sehne reinziehen und den chronischen Schmerz verursachen. Man wird da nach intensiver Desinfektion und Darstellung der Sehne mit den Gefäßen, die dort reinziehen, eine Injektion vornehmen von einer verödenden Substanz, die ich gezielt unter Ultraschallkontrolle hinter die Sehne spritze, um dort die Gefäß- und Nervenfasern zu veröden. Diese Therapie hilft bei 70% der Patienten, die Schmerzen zu lindern. Zur Stabilisierung der Achillessehne und zur Detonisierung der Muskulatur ist ein Kinesiotape sehr wirksam. Eine wichtige und berechtigte Frage von Sportlern ist: Wird das wieder gut, wenn ich Achillessehnenprobleme habe? Die Degeneration der Achillessehne ist eine zur Chronifizierung neigende Erkrankung. Das heißt, so etwas bleibt gerne lange. Aber mit einer intensiven Therapie, insbesondere Exzentrik an der Treppe, Stoßwellentherapie und die anderen genannten Maßnahmen, erreichen wir bei bis zu 90% der Patienten eine deutliche Besserung der Beschwerden. Nur in wenigen Fällen ist eine Operation erforderlich und nur in sehr wenigen Fällen kommt es dazu, dass Sportler nicht so wie gewünscht in ihren Sport zurückkehren können. Aber ihr müsst nicht dazugehören, wenn ihr regelmäßig das nun folgende Übungsprogramm durchführt. Das exzentrische Wadenkrafttraining ist die effektivste Übung, um Achillessehnenschmerzen zu behandeln. Es werden 6x15 Wiederholungen pro Bein durchgeführt und dabei wird das Fersenbein aus dem Hochzehenstand langsam bis in die maximale Dehnung herabgelassen. Es werden 6x15 Wiederholungen pro Bein durchgeführt. Durch einen langen Ausfallschritt nach hinten und ein nach vorne Schieben der Hüfte bei geradem Oberkörper kann die Wadenmuskulatur effektiv gedehnt werden. Die Ferse behält dabei stets Kontakt zum Untergrund. Zur Dehnung der tiefen Wadenmuskulatur wird der Ausfallschritt deutlich verkürzt und das Kniegelenk des zu dehnenden Beines gebeugt. Auch hierbei behält die Ferse Kontakt zum Untergrund. Die Übung wird in beiden Fällen 20 Sekunden gehalten. Da bei Schmerzen der Achillessehne meist eine Verkürzung der gesamten hinteren Beinmuskulatur vorliegt, ist es auch wichtig, die hintere Oberschenkelmuskulatur zu dehnen. Hierbei wird in der gezeigten Position die Dehnung für 20 Sekunden gehalten. Die tiefe Hocke ist eine einfache Übung zur Mobilisierung des Sprunggelenkes und zur Dehnung der Wadenmuskulatur. Schwierig ist diese Übung, die gerne für mehrere Minuten gehalten werden kann, für Sportler mit Hohlfüßen und verkürzter Beinmuskulatur auf der Rückseite. Wie hier bei Alex ist diese Übung dann nur mit Hilfestellung durchführbar. Durch das Training mit der Faszienrolle kann die oberflächliche und tiefe Wadenmuskulatur entspannt werden. Die einbeinige Arbeit stellt die leichteste Variante der Übung dar. Man kann die Übung durch das Auflegen beider Beine auf die Rolle erschweren und durch das Überschlagen der Beine übereinander wird der Druck weiter erhöht. Finden sich kleine Verhärtungen in der Tiefe der Muskulatur, kann auf diesen gezielt vor- und zurückgerollt werden. Ansonsten rollt man 10-mal vor- und zurück auf der Faszienrolle. Mit einem Triggerpunkt-Massageball kann die Fußsohlenmuskulatur entspannt werden. Dies ist auch bei Achillessehnenbeschwerden wichtig, weil die Fußsohle sich innerhalb der Funktionskette der Wadenmuskulatur zum Vorfuß befindet. Man rollt den Ball im Fußgewölbe mit Druck auf die Muskulatur 10-mal vor und zurück.
Mit einem Flossingband wird das Sprunggelenk und somit die Achillessehne sehr fest gewickelt. Hierdurch kommt es zu einer Minderdurchblutung, die erst nach dem Abwickeln des Bandes zu einer starken Mehrdurchblutung des schmerzenden Bereiches führt und somit die Heilung unterstützt. Außerdem werden die Faszien mobilisiert und somit die Heilung gefördert. Im Einbeinstand auf einer instabilen Unterlage wird die stabilisierende Fußmuskulatur effektiv gekräftigt, was die Achillessehne entlastet. Das war unser Film zum Thema Achillessehnenprobleme. Ihr habt am Beispiel von Alex gesehen, wie wichtig eine gute Diagnostik und eine Therapie ist, um ein so langwieriges Problem zu lösen. Was könnt ihr mitnehmen? Achtet auf eine richtige Schuh- und Einlagenversorgung. Trainiert regelmäßig die Wade mit der Faszienrolle und achtet bitte auf vorsichtige Umfangsteigerungen, denn zu schnell gesteigertes Training ist einer der Hauptauslöser von Achillessehnenbeschwerden. Es gibt noch 9 weitere Videos für euch zu den wichtigsten Laufverletzungen und wenn ihr selber nicht betroffen seid, dann empfehlt uns einfach weiter an eure Laufkollegen.